Moin, moin und willkommen zurück hier bei mir. Und wir spielen wieder Myst. Und wie man sieht, ist es auch wirklich mistig hier, ziemlich neblig. Wir befinden uns im Raumschiff und haben uns ja von der Originalinsel wieder entfernt und befinden uns jetzt dank eines netten Klavierstücks und etwas anderem jetzt auf dieser Insel. Huch, was war das denn? Blinkt doch irgendwas Rotes gerade, ne? Da habe ich es falsch gesehen. Na egal. Wie man sieht, kann ich hier was machen? Okay, ich kann hier wieder was spielen. Aber jetzt habe ich noch keine Noten. Das heißt, wir erkunden erstmal die Insel. Also, sie sieht so ein bisschen ähnlich aus wie die andere. Müssen wir das Lauf einstellen. Aber auch nicht wirklich. Doch, schon ein bisschen anders. Die Rakete steht da. Okay. Na gut, also es hat sich ein bisschen was verändert hier. Was ist hier denn? Das ist die Tür. So, hier können wir auch was machen. Das ist immer das gleiche Geräusch, oder? Okay, verschiedene Geräusche. Okay, man kann für jede Taste verschiedene Geräusche einstellen. Okay. Aber das bringt uns nichts, denn wir kennen die Geräusche ja gar nicht. Mein Gott, diese Mauer sieht echt aus wie eine echte Mauer, so ein bisschen. So. Okay, was ist hier? Hier geht's hoch. Gehen wir mal hoch. Oh, ist echt neblig hier, ne? Okay. Hier ist eine... Ist eine Wetterstation? Nee. Ein Brunnen? Was ist das? Ach, oh, hier liegt eine blaue Seite. Perfekt. Die sammeln wir direkt ein. Hier schon die blaue Seite. Was ist das? Ein Wassersymbol. Und wieder aus. Okay. Kann ich irgendwas machen? Ich kann nur das Wassersymbol anmachen. Okay. Kann ich, da komme ich auch nicht hin. Oder? Kann ich das Wasser raufgehen? Ich kann hier nicht weitergehen. Okay, kann ich nicht bewegen. Ich dachte, ich könnte jetzt hier... Hier läuft irgendwo Wasser raus. Hier kann ich auch nichts machen. Kann ich hinterlaufen? Das ist auch nicht. Okay. Nun gut, können wir noch nicht so viel machen. Dann gehen wir erstmal runter. Wieder. Okay, also hier ist so ein Wasserzeichen drauf. Hier ist nichts zu sehen. Also wir müssen erstmal die Insel erkunden, damit wir wissen, wo etwas wie sein könnte. So, da war die Tür, da ist der Anfang. Dann gehen wir hier weiter. Da geht es auch wieder hoch. Wir gehen einmal hier längs kurz. Da oben die Uhr macht so eine Geräusche, die bewegt sich aber nicht richtig. Die hakt ein bisschen. Was ist hier? Okay. Passiert aber jetzt nicht so viel, ne? Hier geht's. Oh, hier ist richtig neblig. Hier geht's aber auch irgendwo hin. Hier kann man auch irgendwo hingehen. Oh, hier ist eine rote Seite. Die nehmen wir auch gleich mit. Was ist das? Was ist das hier? Noch ein Knopf. Ein, so ein Stein. Ist das hier so ein Mikrofon? Nimmt der irgendwas auf hier? Okay, ich lasse das mal geleuchtet. Ich lasse das mal an. Okay, dann gehen wir nochmal hier runter. Hier war ja auch was. Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir noch auf eine Außeninsel hier? Schießt doch eigentlich mal da oben Pfeile oder was ist das? Wo kommen diese Leuchtdinger her? Na gut. Hier können wir runtergehen. Gehen wir runter. Entschuldigung, ich muss dabei echt noch was trinken, weil ich echt Durst habe. So, oh, hier ist aber ganz schön dunkel. Das kann ich aber beheben. Wir machen mal kurz ein bisschen heller wieder hier. Warte. Kleines bisschen hier.
dir wahrscheinlich jetzt gar nicht so viel sehen. Aber so ein bisschen heller müsste es jetzt sein, ne? Gut, da sitzt ja im Dunkel hier drin, da kann man nichts ändern. Hier ist ein Lichtschalter. Oh, das ist ein Lichtschalter. Ne, kann man nicht mehr bewegen. Kann ich leider. Doch, da kann ich. Ah, guck mal, jetzt Licht an. Okay. Ein unterirdischer Gang. Hier geht's wieder hoch. Warte mal. Ah, da. Okay. Also hier sind ja die ganzen Symbole, die wir schon gefunden haben. Jetzt ist die Frage, was wir da machen sollen. Was machen wir da? Was kann man denn da machen? Also, ich glaube, wir gehen nochmal zurück und gucken mal da. Was eine Sache habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ein Symbol habe ich ja nicht gefunden. Sehe ich gerade, weil das kam mir jetzt nicht bekannt vor. Okay, wir gehen nochmal zurück. Es muss da noch mehr Symbole geben. Wir machen jetzt einfach mal alle Symbole an. Habe ich, glaube ich, gar nicht alle angemacht, ne? Wir gehen hoch und machen mal alle Symbole an. Also das ist das Schmarrn, okay. Genau, machen wir alle an. Aber wo war denn das fünfte Symbol? Das haben wir gar nicht entdeckt, ne? Das Symbol da hinten haben wir angemacht. Das lassen wir an. Da oben ist auch noch eins. Machen wir nochmal an. Okay. Ach, komm. Okay. Hier ist auch so ein komisches Geräusch. Die Geräusche haben wir da auch schon gehört. So, hier geht es auch nochmal hoch zu einem Symbol. Ich glaube, da müssten wir auch alle haben, oder? Das haben wir auch angemacht da oben. Genau, das ist an. Das ist dieses Wasserwellensymbol. Das ist an. Dann haben wir das Symbol an. Genau. Das hier hinten haben wir auch an. Das sind drei. Das haben wir noch nicht an. Das machen wir mal an. Hier. Und das Teil hier hinten, ne? Weiß nicht, ob wir das angelassen haben. Muss ich mal kurz gucken gehen. Haben wir auch an. Okay, jetzt haben wir alle an. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem, wo wir gerade eben waren. Vielleicht kann man da ja irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht bringt uns das irgendwas. So durch einen komischen Tunnel wieder gehen. Hoch da. Und dann in diesen Aparillo spielen hier vielleicht. Also nochmal. Okay. Hier sind jetzt fünf Dinger. Was macht das denn da? Spielt den ab. Ich weiß ja nicht, was wir machen sollen. Also ich kann hier. Ich habe das ist jetzt das Wasserding. Dann kann ich hier hinten links und rechts drehen. Aber ich höre, passiert irgendwie nichts. Thank you.
verstehe das nicht. Also, ich weiß nicht. Also, ich glaube... Ich gehe nochmal zurück. Wir müssen nochmal zurückgehen. Also, ich glaube, jedes von diesen Symbolen haben wir ja schon woanders gehört. Und zwar... Hier, also... Hier höre ich so komisch. Was ist denn das? Ist das hier ein. Höre ich hier das. Also hier höre ich Wasser auf jeden Fall. Also da hören wir Wasser bei dem Symbol. Muss man uns merken. Was hören wir denn bei dem hier? Müssen wir es aufschreiben? Warte mal, wir holen mal diesen. Gedampfe. Hören wir Wasser. Hier höre ich aber auch Wasser. Oder war das eher dieses Gedonner? Kann natürlich auch sein. Hier höre ich ein Pfeifen. Das ist dieser Stalagmit, oder was es da ist, ne? Da höre ich ein Heulen, ein Pfeifen. Glaube ich. Okay, mal gucken, was danach geht vielleicht. Was hören wir denn hier? Hier? Da hört man die Uhr. Da höre ich eine Uhr. Bei dem, ne? Da ist ein Uhrgeräusch. Was hören wir denn hier bei dem? Was ist das? Weiß ich, das ist so ein... Was ist denn das? Was ist denn das für ein Geräusch? Von Brennen? Flammen? Brennen? Flammen? Und das letzte Geräusch? Mach nochmal. Das war hier hinten, ne? Vielleicht liege ich auch falsch. Wir gucken nochmal. Hier ist es, das hört sich auch an wie Wasser. Aber es ist ja auch, das Mikrofon ist ja auch direkt da am Dings. Also das hier ist das plätschernde Wasser, würde ich sagen. Hört sich an wie Wasser. Gut, aber was haben wir denn da hinten gehört? Was ist Donnern da? Was soll das denn sein? Für ein Schuppen geht gar nicht runter. Das Gebummer und Gewummer, das kann ich leider nicht zuordnen. Aber naja. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem... Durch den Tunnel auf die andere Seite. Und ich denke mal, da müssen wir auch was machen. Und zwar müssen wir da die Geräusche... Was ist denn das für ein Geräusch, was er hier aufnimmt? Ich weiß es nicht. Aber es hört sich auf jeden Fall verdächtig an. So, wir gehen mal runter. Gut, gehen wir nochmal zurück. Ist das schon... Also was genau... Oh, hier ist gelaufen hier. Was genau da ist, weiß ich auch nicht. Bin ich jetzt durchgelaufen? Da los. Müssen wir mal gucken. Hä? Bin ich hier zurückgelaufen? Und dann... Okay. Ein bisschen doof. So, also. Bin jetzt hier durch. Hier hoch. Und dann gucken wir uns den ganzen Kasten nochmal an hier. So. Das hier ist ja das Wassergeräusch. Und ich glaube, warte mal, gehen wir rein. Ich glaube, man kann hier rüber das Geräusch orten. Wir müssen jetzt rausfinden, wo das Wassergeräusch herkommt. Okay, das ist es nicht.
wieder was? Nein, den hab ich jetzt gemacht. Irgendwo raufgedrückt. Ach, wie dumm. Kurz warten. Irgendwie, ich weiß nicht, was er da macht jetzt. Spielt er die Türen einmal ab oder so? Ach so, warte. Das ist die Uhr. Okay. Das ist das Feuer, okay. Das ist dieses Geheul, was wir gerade eben auch hatten. Verkehrt. Also müssen wir zurückgehen. Ich habe dieses Plätschern habe ich nicht gehört hier irgendwo. Hier? Ah, da war irgendwas. Da ist das Plätschern. Okay. Okay. Hier brauchen wir das, die Hitze, ne? Okay, das war's nicht. Das ist die Uhr. Warte mal. Hier hingehen? Ah, nee, kann ich nicht gehen. Gut, warte mal. Was ist das? Die Uhr? Okay, die Uhr kommt da. Okay. Hier war das Pfeifen, ne? Meine ich. Genau, und hier war das Bumpern. Lass mal finden, das Bumpern. Ich weiß nicht mehr richtig, wo das war. Nee, das war's. Das war Feuer. Das war Wasser. Was ist das? Also, das ist doch komisch. Entschuldigung, muss ich kurz was trinken. Okay, also, die gleichen Geräusche können wir ja noch bei der Tür eingeben oben. Ich glaube mal, das hat was hier zu tun, aber nur in dieser Reihenfolge hier wird es wahrscheinlich nicht sein. Also, wir müssen es abspielen und genau die Reihenfolge uns merken. Also, fangen wir an. Welches fängt jetzt an mit? Es fängt an mit diesen Stalagmiten. Dann kommt Wasser. Feuer. Glocke. Also nochmal. Eins ist beim Wasser. Warte, ich muss nochmal anmachen. Eins ist beim Wasser. Nee. Eins ist bei den Stalagmiten. Da kommt Wasser, ist 2. Da kommt 3 für dieses Windgeheule. Und Feuer und Glocke. Also Uhr. Okay.
Gucken wir mal, ob das klappt. So, mal rausgehen hier. Aber das wäre für mich das Sinnigste. Alles andere macht für mich keinen Sinn. So. Mal zurückgehen. Huch. Mal hoch. Da links. Okay. Achso, da geht links. So, jetzt müssen wir an der Tür nochmal die Geräusche genau in der Reihenfolge einstellen. Kann auch sein, dass ich komplett falsch liege, aber das ist schon eine ganz gute Logik, glaube ich. Also hier brauchen wir ein Geräusch. Und zwar das erste Geräusch, was wir gehört haben, war ja dieses Heulen. Das. Hä? Und ein anderes Geräusch dabei. Das? Ja, ne? Gut, also das als erstes, bei diesen Stalagmiten, bei diesem komischen Stein. Dann war als zweites, hatten wir das Wassergeräusch. Das genau. Als drittes hatten wir dieses Windgeheule. Ist ja das hier, ne? Genau. Und dann als viertes hatten wir Feuer. Das genau. Und das hier muss ja dann die Uhr sein. Ja. Okay, das muss gewesen sein. Wir testen mal. Aha. Schon mal gar nicht so schlecht. Also langsam kommt man dahinter, wie was hier wie funktioniert. Hoffe ich zumindest. Aber man muss ein bisschen umdenken. Ach du Scheiße. Ach, hier ist wieder ein Raumschiff. Aber ich kann auch hier längs gehen. Das ist einmal außen rumgehen vor. Hier irgendwas noch entdecken. Nee, man kann tatsächlich nur einmal rumgehen. Gut, dann gehen wir halt mal hoch. Dann können wir schon wieder drücken. Okay. Okay, das lag jetzt ein bisschen an der Tastenkombination hier. Funktioniert also doch, man muss bloß den anderen Button drücken, wenn man irgendwo hin will. Okay, jetzt sind wir irgendwo hingefahren, ich sehe aber leider gar nichts. Okay, es geht runter. Naja, immerhin geht's runter. Okay, so, jetzt sind wir hier unten auf einer Bahn. Also man muss... Für alle Leute, die auch wie ich da so dumm vorstanden, muss tatsächlich, wenn man auf der Taste ist, die Bewegungstaste drücken, um in die Richtung zu fahren. Gut, dann fahren wir weiter. Geht ja nur geradeaus, ne? Okay. Okay, geradeaus geht's nicht. Können wir hier weiterfahren? Keine Ahnung, wo fahren wir jetzt hin? Nach links? Hier geht's aber auch nicht geradeaus. Okay, dann vielleicht nochmal nach links? Oder muss ich jetzt aufdrücken? Da sehe ich gar nichts.
Dann fahren wir da geradeaus. Wenn es woanders nicht links geht. Okay. So, hier sieht eine Sackgasse. Dann müssen wir in die Richtung mal fahren. Sackgasse. Okay, hier geht's geradeaus. Fahren jetzt wieder zurück. Weiß es gar nicht. Weiß man geradeaus. Okay, geht's weiter geradeaus. Drehen uns trotzdem. Ich will mal gucken, was in die andere Richtung geht. Sackgasse. Hier geht's auch längs. Okay. Sackgasse. Von da sind wir gekommen. Nach Süden, wenn wir Norden gefahren sind. Sackgasse. 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 Hier geht's auf jeden Fall weiter. Von da ist man da weiter. Wenn es geradeaus geht, geht's geradeaus. Scheiße. Sackgasse. Okay. Nein, nein, war wieder zurück. Ach so, weil es gar nicht weiter. Es ging keine andere Richtung weiter. Okay. Na gut, dann bleiben wir hier. Jetzt fällt er da vorne. Warte mal. Ach so, jetzt war. Okay, check ist. Nur Sackgassen. Da geht's wieder zurück. Dann fahren wir wieder zurück. Hä? Warte mal. Erst dreht er sich die ganze Zeit durch. Okay, es gibt nur Sackgassen. Also okay, müssen wir wieder in die Richtung. Gut, gut, ich hab's verstanden. Drehen wir uns weiter. Hui. Zurück. Okay. Von da sind wir gekommen, da gab es nichts. Dann fahren wir da längs. Verrückt. Fahren wir noch einen weiter, wenn es gerade aufgeht. Okay. Hier gibt es eine freie Bahn. Fahren wir da längs. Ich weiß auch nicht, wohin sollen. Nochmal geradeaus. Oh, ist immer ein langer Weg. Oh, das ist doch gut. Wenn es lang ist, kann auch nur sein, dass was Gutes passiert, oder? Ja, oder auch nicht. Okay, schon wieder Sackgasse. Hm. Okay. Also wir probieren einfach jeden Weg aus. Gucken, ob das auch eine Sackgasse ist hier. Okay. Du hast immer so komische Geräusche. Ding. Ist das richtig denn, oder? Sackgasse. Sackgasse. Norden könnten wir fahren. Lass uns doch mal dahin fahren. Nicht so richtig. Okay, das hört sich an wie ein Geräusch. Dong, du bist verkehrt. Okay.
Das war nur eine Sackgasse, dann geht's wieder zurück. Okay, das klingt wieder gut. Da sind wir von her gekommen gerade eben. Und da müssen wir nicht hin. Dann nehmen wir diese Richtung. Oder? Ja. Das hört sich immer wie ein positives Zeichen, aber man weiß es nicht. In die Richtung gehen. Okay, hier ist frei. Dann fahren wir auch da längs. Oh, hier gibt es sogar eine Kurve mal. Oh ja. Das sieht doch gut aus. Ach, guck mal, er dreht das automatisch. Das dreht unser Kompass natürlich auch, weil wir in die Kurven fahren. Okay. Okay. Und wieder in die Richtung, in die Richtung. Holen wir erstmal die Richtung. Ich glaube, das kann sich nur um Stunden handeln hier. So, und jetzt, ja, weiß nicht, wieder in eine Richtung drehen und gucken. Da ist ein Weg frei, nehmen wir erstmal den. Das ist ein Sackgasse, das können wir zurückfahren. Das ist ja auch ohne Sinn und Verstand hier. Ja, es hat wieder geblinkt. Also es klingt ja anscheinend, als ob es was Richtiges hier irgendwie. Hier gibt es nichts. Da gibt es einen Weg. Dann nehmen wir den erstmal. Okay, das klingt auch wieder gut. Ding. Sackgasse. 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 Okay, dann können wir wieder zurückfahren. So. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Okay, hier klingt es wieder. Ja, nehmen wir den Weg. Das ist doch echt verrückt. Da geht's nach Westen. Muss schon nach Westen eiern wieder? Machen wir. Ich weiß zwar nicht, wo wir hinkommen, aber wir testen es einfach mal. Ich glaube, diese kurzen Wege sind immer verkehrt. Ich glaube, man braucht immer diese längeren Wege. Bis jetzt nochmal. In die Richtung. Sackgasse. Da geht's nach Norden. Wollen wir da mal hin? Okay. Das war wieder ein Geräusch, was klingt nicht verkehrt. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. Okay. Gerade von da gekommen? Ich glaube, wir sind gerade von da gekommen. Wir Deppen. Ja, ich glaube, wir sind von da gekommen. Okay, zurück. Irgendwie ist es ohne Sinn verstanden. Er weiß, ob wir hier richtig sind. Aber naja, mal gucken. So.
wird dann irgendwie nicht wieder nach Norden fahren jetzt. Das habe ich schon rausgefunden. Da sind wir gekommen. Also Norden überspringen wir jetzt, weil da sind wir gerade auf den Hell gekommen. Einfach in die Richtung. Ja, ist okay, gut. Nehmen wir gleich den Weg hier. Ah, guck mal. So, wieder in die Richtung. Süden. Und da werden wir gekommen. Also von da sind wir gekommen, Entschuldigung. Oder sind wir von da gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Oder von da. Da geht es auf jeden Fall eine Kurve. Wir nehmen mal die Kurve mit. Keine Ahnung. Ich glaube, jetzt fahren wir auch irgendwie nur noch wild hier quer durch die Gegend. Aber das sieht schon mal ganz gut aus, dass wir mal wieder einen anderen Weg haben hier. Und nicht immer das gleiche. Okay. So, nächste Runde. Oh, das ist mal ein ganz anderer Weg da. Da fahren wir jetzt mal rein. Das sieht ja ganz anders aus. Obwohl. Naja, aber diese mit den Balken an den Seiten hatten wir noch nicht. Und der fährt auch richtig ein Stollwerk. Wahrscheinlich sind wir jetzt wieder am Start. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wir sind wieder am Start. Obwohl, na, wir sind ja runtergegangen, die Tiefe. Obwohl, hier sieht gut aus. Das sieht gut aus. Kann ich hier aussteigen? Testen wir mal. Können wir hier aussteigen? Yes! Hier kommen wir raus. Okay, das ist auf jeden Fall nicht der Start. Oder? Nee, ist er nicht. Sieht anders aus. Ach, guck mal, liegt ein Buch. Okay. Rein da. Okay, ich glaube, wir sind wieder zurück im nächsten, also zur alten Insel wieder oder zu einer neuen Insel. Nee, ich glaube zur alten. Man kommt immer wieder zurück. Jetzt haben wir auch zwei Seiten wieder gefunden. Ja, guck mal. So, gehen wir die Seiten mal ab. Raus aus meiner. Du hast also. Das wissen wir schon. Okay, zwei rote Seiten noch. Was macht er hier drüben? Oh, warte. Schau mal. Ja. Der Sirius ist doch auf der anderen Seite, oder nicht? Der im roten Buch. Wendung jetzt. Was? Hat ihn umgebracht?
last obey me. Blue pages are my only hope. You must okay. Okay, gut. Oh, das ist jetzt eine ganz andere Wendung. Also helft mir dem Mörder oder dem anderen. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo da oder haut auf die Glocke, damit ihr wisst, wann ein neues Video erscheint. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis dahin. Tschüss.